Laserschneiden, Wasserstrahl, Plasmaschneiden kann jeder. Ich nehme eine Kontur, habe einen Strahl drum, puzzle das Teil auf der Tafel und damit ist die Sache auch schon erledigt. Beim Stanzen trennt sich ganz klar die Spreu vom Weizen. Beim Stanzen muss ich Werkzeugreihenfolgen einhalten, wenn ich Sonderwerkzeuge mit Umformungen habe, mit Gewinde. Wenn ich irgendwo eine Reihenfolge nicht richtig einhalte, wenn ich irgendwo einen Verfahrweg nicht beachte, dann knallt es an der Maschine. Und da ist es eben halt ganz wichtig, dass diese ganzen Routinen, auch die Sicherheitsroutinen, in der Software mit integriert sind und automatisch angewendet werden bei der Programmierung. Erst recht, wenn ich noch gemeinsame Trennschnitte nehme, wenn ich beim von oben nach unten Arbeiten die letzten Teile aus den Pratzen rausholen möchte, eventuell um die Pratzen drumherum noch arbeiten muss mit dem Nachsetzen. Wenn ich diese ganzen Routinen nicht als Kern in den Automatismen drin habe, dann muss ich sehr, sehr viel programmieren, um pfiffige Programme für eine Stanzmaschine zu erzeugen. Und das hat das Wicam PN 4000 im Kern als Komplettpaket. Und deshalb sind auch solche Schachtelungen vollautomatisch mit einer Stückliste, mit einem Mausklick in PN 4000 möglich. Und ja, wer Stanz- und Stanz-Laser-Kombimaschinen richtig programmieren kann, da laufen dann die Laser- und Wasserstrahlanlagen sowieso zeitlich gesehen nebenher. Weil diese Maschinen kann ich eh vollautomatisch programmieren. Da ist es eh nur noch ganz, ganz selten erforderlich, dass der Programmierer überhaupt noch in den Ablauf eingreift.